Wenn ihr weitere Parts sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, schwenkt den Like-Button, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und gerne schnellstmöglich weitere Parts sehen wollt. Und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Pokémon Mond in der Nuzlocke Edition. Wir sind jetzt hier kurz vor dem, zweiten Geheimlabor oder was das hier auch immer war. Auf jeden Fall betreten wir das jetzt und schauen mal rein. Was geht denn hier ab? Oh, das tat ich auch. Und wo bleibt Dings? Wo bleibt Gladio? Was wollt ihr Kinder denn hier? Fasst ja nichts mit euren Spitzfingern an. Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben, da kenne ich auch bei Kindern keine Gnade. Ah, wir sollen nichts anfassen, aber ihr wollt einen Pokémon-Kampf in eurem Labor ausführen. That makes sense, though. That makes sense. Was als Logik hier. Aether Foundation Personal und Aether Foundation. Alles klar, sogar ein Doppelkampf. Es wird dann noch kranker hier. Marshock und Gilatropo. Okay. Also ich gehe auf Marshock und du gehst auf Gilatropo. Würde ich mal behaupten. Stell dir vor, wer jetzt so alles hat und geht auf mich, ey. Boah, ich würde den so safe den Arsch abrasieren, Alter. Stell dir das einfach mal vor. Tali denkt sich so, ja, du hast mir auch sehr viele Nuzlocke-Pokémon rausgehauen. Ist das dein Ernst jetzt? Ist das dein Ernst? Jetzt hau ich dir auch mal Nuzlocke-Pokémon weg. Ja, aber das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Digga. Wenn natürlich hätte ich jetzt auf ihn gehen können. Es ist so viel... Nee, will ich nicht. Will ich ganze Attacken behalten? Will ich nicht. Safety geht in den Bohrschnabel rein, der nicht viel bringt. Aber es killt trotzdem, okay. Ja, ist alles okay, Tali, ist alles okay. Ich hab nie was gesagt, ist okay, ist okay. Es mag ja was abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ah, Licht und Schatten, den Fall habe ich doch letztens schon gebracht. Also im beziehungsweise im Part, der zuvor kam. Ich erforsche die Pokémon, die ich kämpfe, liegen mir leider nicht so. Die Kollegen aus Labor A hingegen und richtige Profis aus Pokémon sind richtig geworden, okay. Ist aber auch keine Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon. Wo stecken Lili und Cosmog? Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir auch nach einer Niederlage nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht, was ihr wohl aber auch selbst sehen könnt. Sie hauen einfach ab. Du Solo, warum teilen wir uns nicht auf und suchen nach, und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Würde ich auch mal behaupten. Aber guck mal, dieses Buch da hinten, es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultra-Bestie aus einer anderen Dimension der Ultra-Dimension ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die so dann eine Ultra-Pforte öffnet, wahrscheinlich um ihr Flucht zu verhelfen. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultra-Pforte dauerhaft offen hält. Okay. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultra-Bestie? Das müssen wir Gladio erzählen. Ja, mach du das mal. Ich habe das Buch da hinten aber gesehen. Das möchte ich auch noch kurz antippen. Aether-Bericht zu den Ultraforten. Unter den von Professor Mohn entdeckten Ultraforten scheinen sich andere Dimensionen zu verbergen. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jenen Dimensionen deutet auf die Existenz von Lebewesen hin, die Ähnlichkeiten mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Namen Ultra-Bestien. Okay, und hier kann ich nicht rein? Ja gut, gut zu wissen, diese zwei Sachen, diese zwei Dinge. Okay, Gladio, was geht? Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog mal sehen. Es ist eventuell eine Ultra-Bestie und wenn man es unter Stress setzt, öffnet es eine Ultra-Pforte. Das muss eine Art Abwehrmechanismus sein. Sie haben es also bewusst Stress ausgesetzt, deshalb ist er die mit ihm abgehauen. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabio muss es gewusst haben. Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Okay. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladios Stärken, oder? Ich frage mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal, wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir alle in demselben Schlamassel. Ich glaube eher, dass er sich ein bisschen beeilen möchte, Tali, damit wir auch ganz schnell irgendwie mal geklärt bekommen, was hier los ist. Was ich auch für sehr sinnvoll hatte und selbst auch... Warte mal kurz. Da möchte ich jetzt reingehen. Was ist hier? Auf dem Bildschirm wird etwas angezeigt. Willst du einen Blick drauf werfen? Ja. Willkommen. Blog des Alola Regional Fighters F. Titel des Eintrags. Willkommen. Träumen Sie davon, Karriere zu machen?
Name ist F. F wie Führungskraft. Willkommen auf meinem Blog. Multitasking. Okay. Neben meiner Arbeit als Projektleiter habe ich kürzlich die Entwicklung eines speziellen Pokéballs übernommen. So kann ich ein Personal nicht nur mein Talent für Multitasking beweisen, sondern zugleich auch meine Vorbildfunktion stärken. Dies wiederum führt zu gesteigerten Motivation. Zur Arbeit einer Führungskraft gehört es immer auch sein können, zu schlau zu stellen. Okay. Risikomanagement. Blog des Risikomanagement. Vor kurzem habe ich ohne die Erlaubnis meiner Vorgesetzten die Entscheidung getroffen. Ich habe einen Apparat entwickeln lassen, der dazu dienen soll, eine gewisse Kreatur zu bändigen. Ich traf diese Entscheidung zu meiner eigenen Sicherheit, falls die Kreatur ja je aus der Kontrolle geraten sollte. Okay. Ist das sein Blog? Gezielte Versuche der Wahrheit, okay. Vertuschen der Wahrheit, okay. Ein Familienmitglied meiner Vorgesetzten hat die Früchte meiner Forschungsarbeit gestohlen. Ich habe jedoch davon abgesehen, meine Vorgesetzte darüber in Kenntnis zu setzen. Damit wollte ich nicht nur mich selbst von der Entlassung schützen, sondern vor allem den Ruf meiner Vorgesetzten wahren. Wenn es darauf ankommt, kann gezielte Okay, das war dann wahrscheinlich... Gladio ist wahrscheinlich der, der das vertuscht hat und sowas. Und... Oh, Top-Genesung, damn. Okay, und was ist hier? Was zur Hölle? Okay, wir fangen mal an mit Ordner 2. Ich will jetzt gerne wissen, was da drin steht. AUP-Projekt. Budgetfest und die Ultra besten Lebensformen durch die Präsidentin genehmigt. Okay. Projektprotokoll 5. Beschaffung der Entwicklungsunterlagen aus der Flipbook-Bibliothek in Sinnoh erfolgreich. Spielfiktion der Typenwechselsoftware Alpha-System in Bearbeitung. Oh, Entwicklung eines variablen Disk-Systems für den Alpha-System eingeleitet. Das ist für Type 0. Die haben Type 0 entwickelt. DNS-Modell mit Hilfe von Zellproben aller Pokémon-Typen vervollständigt. Anatomische Modell verifiziert und Zucht in des biologischen Zellrahmens indentiert. Die haben Type 0 dafür entwickelt, um Ultrabestien zu stoppen, okay? Test auf der Typenwechselsoftware. Mit allen 18 Discs erfolgreich. Also alle 18 Typen. Type 0. Ich wusste es. SN01, SN02 und SN03 abgeschlossen. Vier Elemente Abwehrreaktion auf das Alpha-System bei allen drei Modellen. Gesamte Modellreihe von Type Full infolge von Initiationsfehlern. Was? Type Full? Ausstattung der Modelle mit einer Kontrollmaske zur Minderung der Abwehrreaktion erfolgt. Start des Alpha-Systems mit Kontrollmaske fehlgeschlagen. Alle drei Modelle von Type Full permanent in Kältestoff. Die Kontrollmaske ist das, was er auf dem Kopf hat. Also das ist die Maske, die er gerade auf hat. Und die wird ja später bei der Entwicklung von Type 0 aufgenommen. Oh, damn, das macht alles ein bisschen Sinn. Jetzt kommen wir auf den Hintergrund zu sprechen von den ganzen Systemen hier. Okay. Gut, und wo sind meine Freunde? Wieder hoch, oder? Wahrscheinlich wieder hoch, oder? Wir gehen mal in die Eingangshalle rein. Oder nee, die Eingangshalle ist, glaube ich, blöd. Oder? Solo. Was los? Ich wusste, Fabian hat noch ein Ass im Ärmel. Okay, was sollen wir nun machen? Wir schalten jeden aus, der sich uns in den Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Keinen Grund, gleich so schnippig zu werden. Als ob. Nicht ein Schritt weiter. Das ist ein Befehl der Regionalleiter des Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wo ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Außer die können wir nur im Team erledigen. Okay, also machen wir die im Double fertig und Dings kümmert sich alleine drum. Alter, ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also ist die Aether Foundation doch nicht so nett, wie wir alle dachten. What the fuck? Aber wir haben eine Menge jetzt herausgefunden heute in diesem Part bis jetzt. Krass. Wir kennen jetzt eine Menge von den fiesen Machenschaften, die die Aether Foundation so hat. Was sie vorhat. Und das ist schon krass. Warte mal, können wir nicht Kugelsatt auf ihn hier rechts einsetzen? Doch, das müsste doch sehr effektiv sein, oder? Ich glaube es zumindest. Ich hoffe, du gehst auf... Dankeschön. Wenn du nicht auf Pilipper gegangen wärst, ich wäre ausgeflippt, mein lieber Freund. Ich wäre ausgeflippt. So, wir gehören natürlich den Kugelsatt, meine lieben Freunde. Der effektiv sein sollte. Yes, er ist effektiv. Zähigkeit. Als ob.
als ob sich gerade Zähigkeit die ganze Zeit... Es aktiviert sich einfach immer wieder, wenn wir neu angreifen. Da es aber nicht physisch, sondern spezieller Angriff ist, sollte das eigentlich egal sein. Stellt euch vor, wir hätten jetzt seinen Angriff gestärkt. Alter, dann wären wir ja mega. Wir hätten jetzt dreimal seinen Angriff. Stellt euch das mal vor. Vor die Power, okay? Alter, das wäre ja mal mega wack, ey. Warte mal, wir können mal ganz kurz angucken. Alter, dreimal die Verteidigung hoch. Ey, das ist schon krass, wenn man Kugelsatz draufhaut. Also. Aber egal, Pampros müsste jetzt down sein, ne? Oh, down nicht. Wir kriegen also den Last Hit und er hat einfach das vierte Mal seine Verteidigung hochgeboostet. Krasser Scheiß einfach nur, krasser Scheiß. Na gut, er ist down. Alter. Was geht hier vor sich? Level 46 für Flo, okay. Level 40 für Erik. Aufbereitung, okay, was ist denn Aufbereitung? Er lernt irgendwie nur Scheißattacken, Erik. Also, ich habe ihn bis jetzt noch kein einziges Mal irgendwie verwendet. Das hat auch einen guten Grund. Und wann erlernt ihn nur endlich mal eine gescheite Flugattacke? Das wäre so geil. Wenn er mal eine gescheite erlernen würde. Oh, dammit. Ach, sind die Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Inselwirtschaft los ihnen. Und jetzt aus dem Weg. Okay, Gladio ist wohl ganz bei der Sache. Puh, danke, Söder. Und natürlich auch Tukanon. Wenn unsere Gegner nicht nachgeben, dürfen wir das erst recht nicht, okay? Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali bei Dom Royal gesagt hat, ist das doch etwas Wahres dran, oder? Was hat er nochmal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Kann dir das bitte nochmal irgendwie wiederholen, was er gesagt hat? Und guck mal, wie wir da haben. Das ist doch... Claudia, du bist es wirklich. Leute, die freut sich ja richtig. Aber die schien mir immer so nett, als ob die auch böse ist. Ich glaube echt, dass sie böse ist. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. So, Tali, lass mich eure Pokémon wieder fit machen. Warte mal. Ist sie etwa nett? Also ich hätte jetzt echt erwartet, dass sie nett ist, aber ist sie wirklich nett? Du kannst mir sagen, wo Lilly steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Die Präsidentin? Das ist doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören, sie ist sehr nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie kleinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr, die Tür ist verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Was? Okay, was geht hier vor sich? Pia, was geht vor sich? Bitte pass gut auf Gladio auf. Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, verliert er die Konsequenzen oft völlig aus den Augen. Genau wie damals, als er sich dieses Pokémon geschnappt hat und einfach verschwunden ist. Er und sie sind so ähnlich. Er und Lily oder er und Samantha? Und so, oh, da ist Javier mit einer Armee hier. Okay. Was geht ab, Boys? Oh, na, jetzt wünscht ihr euch, jetzt seid euch sicher, ihr wärt brav im Unterschluss geblieben, oder? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt vor euch geplant. Bla 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 bla. Los, Fabian, komm, lass kämpfen. Sag mal, Herr Fabian, hast du den Schlüssel für die Tür? Das ist doch diese Frage. Natürlich habe ich den Schlüssel. Dann hättest du doch nur vor uns verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Naja, da hat er schon recht. Was? Er ist dumm. Na, ihr haltet diese Kinder auf. Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas, Solo. Helf mir. Was? Wir sollen ihm helfen? Bei was denn? Warte mal, links Tanja hat doch einen, rechts Gladio hat einen. Wir müssen auch safe auch noch gegen... Wir müssen gegen zwei kämpfen. Warum das denn? Müssen wir jetzt mit Gladio zusammenkämpfen, oder wie? Magma und Electric. Electric, bäh. Electric ist sehr, sehr bäh, muss ich sagen. Sehr, sehr bäh. Da wechselt lieber Sephi ein. Oh, damn. Oh, damn. Elektroball. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich ihn eingesetzt habe. Und sei das echt noch... Scheiße enden können und Konfuschall aufwählen auf Körper. Okay, das ist gut. So. Electek müsste gleich weg sein, wenn wir mit dem Gigastoß durchkommen. Was wir safe werden, als ob wir nicht mit dem Gigastoßzug durchkommen würden. Lichtschild, okay. Das sollte trotzdem Electek killen, oder? Wenn wir ehrlich sind, das sollte echt Electek killen können. Magma müsste down sein. Dankeschön. Vor allem ist der Gigastoß physisch
Und der Lichtschild sollte das nicht tanken können. Ich denke nur spezielle Attacken, deswegen Electric weg. Und damit haben wir diesen Kampf ganz gut überstanden, muss ich sagen. Oh, ist es dein Ernst? Muss er jetzt auch Statik ausüben? Dieser Bastard. Oh, safe, Alter. Was ein Scheiß. Level 39 für Sarah, okay. Und nun haben wir ihn besiegt. Müssen wir sie beiden besiegt. Ja, Fabian, ne? Unmöglich. Wie kann es sein, dass wir von Kindern in die Enge getrieben werden? Mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. So, Lothari, ihr beide kümmert euch um Fabian. Nein, nein, nein. Ich bin Regular als der Fabian. Die letzte unannehmbare Bastion hier im Paradies. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das jetzt ein für alle Mal mit einem Multikampf. Bist du bereit, Solo? Wenn wir Lily und Cosmic retten wollen, müssen wir zusammen mit unserem Pokémon alles geben. Ja, ich bin bereit. Dieses Mal. Das heißt, dieses Mal. Wir werden auf jeden Fall nochmal besiegen, also bitte. Er braucht sogar einen Kameraden im Multikampf hier, um uns aufzuhalten. Schon irgendwie peinlich für so einen Ether-Präsidenten. Oder, ne, nicht Präsidenten, für einen Regionalleiter. Richtig ekelhaft. Ledian und Lamus. Das Stück hin. Ne, das ist Lamus, oder? Ja, gut, wir haben das perfekte Matchup an sich. Ledian ist mein, Lamus ist dein. Wir sollten beide eigentlich sehr viel Damage ausüben können, auch die beiden, ne? Ja. Elektroball. Ist das dein Ernst? Warum gehst du nicht auf Lamus? Bist du behindert? Ist es einfach fickter Ernst? Warum gehst du nicht auf Lamus? Und dann passiert sowas. Oh Gott, der Metalli, was machst du denn da? Okay, ich gehe für den Kugelsaat. Ey, schrecklich, ey. Schrecklich. Und was, Tali, der macht sich bei mir gerade ziemlich unbeliebt. Allein wegen sowas schon. Ey, unglaublich, ey. Jetzt schläft er. Oh. Oh, ein Knirrfisch. Oh mein Gott. Dann kriegt das mal einen Kugelsaat ab. Weil Raichu liebt eh. Und, oh damn, das war's für Raichu und du kriegst einen Kugelsaat ab, mein Freund. Alter, dieser Volltreffer-Do. Knirrfisch ist down. So, Flo macht den Job auf jeden Fall bis jetzt ganz gut. Okay, Hypno. Okay. Der kriegt keinen Kugelsaat ab, der kriegt einen Bohrschnall ab. Safe, ey. Bohrschnall ist halt. Das Ding ist, glaube ich, gelaufen für Hypno, oder? Ah, Gott, der hat das spezielle Schild noch draußen gehabt, ne? Der hatte den Lichtschild noch draußen. Oh, damn. Psychokinese, ja, super. Ja, geh ruhig auf mich mit deiner Psychokinese. Wird nicht viel bringen. Gigasauger bringt aber auch nicht so viel, mein lieber Freund. Da muss jetzt schon der gute Flo mit seinem Bohrschnabel nachhelfen, meine lieben Freunde. Ja, das kann der Flo nämlich gut mit seinem Bohrschnabel nachhelfen. Der ist da so, naja, ich will mal nicht meinen Experte drin, aber... Doch, eigentlich schon ein Experte, ja. Eigentlich ist er da schon ein Experte. Früher erreicht Level 47. So. Sephi erreicht Level 42. Erik Level 41. Nice one. Die Boys and Girls hier gönnen sie auf jeden Fall. Oh Mann. Was hier nur wieder alles abgeht, meine lieben Freunde. Ach ja. Wir möchten Lily retten. Du lässt uns doch jetzt durch, oder? Oh, wie Gladio guckt. Oh, wie happy Tali ist. Und das Pokerface von mir natürlich. Wie verzweifelt er schon ausschaut. Er gibt ihn uns, oder? Er hat uns die Schüssel gegeben. Danke für den Schüssel, Herr Regionalleiter. Okay.
Oh, wie ich Kinder verabscheue. Ja, so sieht man dir an, dass du Kinder verabscheust und... Alter, was ist das denn da vorne? Das hier war wie das krasseste Paradies aus dem, was wir je gesehen haben. The fuck? Was macht Gladio mit... The fuck? Okay. Ist das ja ein Anstaltwettbewerb oder was? Mann, wie viele von denen sind das denn? Aber arbeitet sie mit Sky etwa für die Elite Foundation? Boah, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber egal, der Shop muss warten, los Leute, dann zeigen wir es. Okay, wir müssen also alle von denen besiegen. Ja gut. Es sollte jetzt aber nicht so ein großes Problem sein, denn es ist immer noch Team Sky, meine lieben Freunde. Oh Mann, Mann. Golbert. Oh, wir sind auf dem Dach drauf. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, dass es hier ein Dach sein soll. Aber es sieht episch aus, die Kampfstätte hier. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, Golbert sollte eigentlich kein, beziehungsweise gar kein Problem sein. Ja, Golbert ist down. Ich hoffe, das war's dann auch für dich. Ich glaube, du hast auch noch ein Pokémon gehabt, oder? Nice one. Ja gut, dann war's das für dich. So, gehen wir direkt weiter zum nächsten. Wir müssen ja echt durchstürmen. Als ob Tali immer noch beim ersten Trainer. Ist das dein Ernst? Ah, oh Gott. Also müssen wir drei Trainer besiegen und Tali ein. Alter. Was zur Hölle? Radikal. Dame. Radikal. Ich glaube, gegen Radikal setzt sogar den Durchbruch ein. Denn, naja, wir wollen einen Durchbruch landen, meine lieben Freunde. Bam. Radikal ist down. Nice one. Alter, Flo ist so ein Ich kämpfe, glaube ich, seit 3-4 Folgen nur noch mit Flo. Das ist ein Flo-Solo-Run eigentlich. Aber mir gefällt es einfach, mit dem zu kämpfen. Es ist so ein cooles Pokémon einfach. Mit dem kann man relativ gut hier durch die Battles rushen, die eigentlich... Naja... Warte mal kurz. Du hast ganz schön viel was drauf. Mach schon, geh weiter. Auf Kämpfe, die ich eh vor dir lass mich gar. Oh, okay, krass. Ich bin kein bisschen stärker geworden. Waren all die Tage, die ich gegen die Einsamkeit gekämpft habe, etwa umsonst? Okay. Komm her. Wir übernehmen ihn. Unser Pokéface wieder. Kein Erbarmen, keine Gnade. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Oh yeah, ich bin der große, böse Bromley. Der Grünschnabel, da habe ich eine Lektion erteilt, die er so schnell nicht vergessen wird. Ist uns zu Hause weggelaufen, weil er unbedingt stärker werden wollte. Ich mochte den Burschen irgendwie, deshalb habe ich ihn für uns arbeiten lassen. Aber alles hat seine Grenzen, sich gegen die eigenen Familien abzulehnen, ist einfach uncool. Es ist doch seine Familie, ich wusste es. Und als nächstes bist du dran. Du bist mir schon länger ein Dorn im Auge, wie eine Klette, die man nicht abschütteln kann. Aber heute verpasse ich dir den Dämpfer. Gut, wir nämlich auch zum dritten Mal dann. Ich glaube nämlich nicht, dass du gegen unseren Fluffall gewinnen kannst, mein lieber Freund. Du hast nur Käfer-Pokémon. Und du wirst es nicht schaffen. Ich sag's auch mit 4 Pokémon wirst du es nicht schaffen. Tektas, dein Lieblings-Pokémon mal wieder. Du wirst nicht gewinnen. Ich sag dir, du wirst nicht gewinnen, Bromley. Du wirst es nicht schaffen. Bohrschnabel, wir sind schneller als er. Tektas, Tanktas. Snail! Alter, wir geben ihm sogar einen One-Hit. Er hat diesen Rückentzug, was er da eingesetzt hat, nicht mehr. Krass, Level 40 für Sarah, Ladungsschuss. Ja, komm. Jetzt setzen wir den Ladungsschuss ein. So. Maskering, Alter, das wird so ein easy Battle einfach für Flo. Er rusht da so durch mit dem Burschnabel, sag ich euch. Ja, mit Rohr juckt Flo da, glaube ich, jetzt auch, sagen wir mal, kein Stückchen. Es ist immer noch Stab und er hat so einen krassen Angriff und Luft, das sollte uns auch nicht viel jucken. Oh fuck, doch, es wirkt uns ein bisschen, ey. Was ist das denn für ein krasser Angriff gewesen? Er hat es ja richtig mitgegeben gerade. Mondgewalt, was? Als ob er einfach Mondgewalt erlernen will. Anstatt Schallwelle, tschüss, sofort. Nice one, 90er Stab-Attacke für einen Typ 4. Nice one. Akrobatik. Na, endlich mal was halbwegs Gutes. Alter. Besser als fucking Schnabel auf jeden Fall. Pinsir.
weiterkämpfen. Ich bin eigentlich safe. Überbrückung. Wir heilen kurz auf und ich guck mal, wie viel Damage er uns reinhaut. Okay, nicht so viel. Und wenn wir noch schneller sind als er, dann ist er sowas von instant weg. Wir sind nicht schnell, aber er sollte jetzt uns nicht killen können. Nice one. Bohrschnabel rein da. Er überlebt es einfach. Er überlebt es. Ein zweiter Top-Tank, okay. Wollen wir mal ganz kurz safe gehen, ob wir überhaupt noch irgendwie andere Tränke haben, außer Hypertränke. Alter, Durchbruch. Das hat mich schon ein wenig ab, dass er gerade überlebt hat. Er wird auch noch schneller als wir ist. Okay, Pinsir ist somit weg. Also man sieht schon, er ist ein bisschen stärker geworden, aber wir schaffen das trotzdem ganz gut. Ariados. Gehen wir auf Ino, würde ich sagen. So, meine lieben Freunde. Das war es dann wohl für Bromblade zum dritten Mal. Ino wird sein Ariados zerstören. Safe wird das zerstören. Es ist fucking Ino. Tiefstark. Ja, diese Prio-Attacken hier, ey. So, er kriegt den Speed up. Hätten wir ihn mit unserer Z-Attacke gewonnen? I don't know. Ich weiß es nicht, aber sein Ariados ist auf jeden Fall weg vom Fenster. Nice one. Und damit ist Bromblade besiegt. Bromblade, was treibst du denn da? Es wird ja wieder Selbstgespräche, ey. Ja, ich habe wohl keine Wahl. Na los, geh schon. Leute. Im nächsten Part machen wir hier weiter. Ich muss aber erstmal meine Pokémon auffallen. Da ist Sprudel. Safe reicht das? Safe, das reicht einfach nicht. Limonade sollte aber für ihn schon mal ein bisschen mehr geben. Ja, komm. Wir sind heute mal nett. Wir geben noch einen Sonderbonbon auf den guten. Auf gute Sarah drauf. So. Irgendwas noch, was wir irgendwie beibringen können, was irgendwie gut wäre? Nee. Gut, Leute, wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Part wieder, wenn wir dann gegen die Aether Foundation antreten, hier vor diesem Türrahmen hier. Warten wir noch. Bis zur nächsten Folge, Leute. Bis dann und ciao. Und springt den Like-Button, wenn ihr Bock auf weitere Episoden habt.